Hallo Borkheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutz, natürlich dieses Mal nicht am Sonntag, denn heute ist ja schon Montag. Das liegt einfach schlicht daran, dass gestern und heute noch Pfingsten ist und das heißt, am Sonntag, am Feiertag, habe ich natürlich keine Borkheide News TV-Sendung gemacht, deswegen mache ich die heute. Gestern war ich noch ein bisschen unterwegs, mal bei einer Konfirmation, habe mich da mal durchgefuttert. Heute war ich bei dem schönen Wetter tatsächlich mal ein bisschen mit dem Motorrad unterwegs, jetzt regnet es wieder. Draußen ist natürlich, der Wettergott hat sich darum gekümmert, dass die Wälder und der Rasen doch ein bisschen Sonne bekommen. Ich war mal in Kammer heute, habe mir mal das Mühlenfest angeguckt, da war auch eine Menge los. Unter anderem war ja auch jemand dort aus Borgwalde unterwegs hier, die von dem Schmuckkästlein dort. Ja, übers Wetter reden wir nachher nochmal, dafür haben wir ja unseren Wetterfrosch. Jo, was war denn so die Woche los? Die DLRG hat nämlich am Donnerstag wieder ihr Training aufgenommen, wie immer fleißig, damit neue Rettungsschwimmer rangezogen werden. Und ich habe mir natürlich dort auch mal den Matthias wieder gegriffen. Den habe ich dort hingesetzt. Der sitzt da scheinbar öfter in der Sonne am Waldbad, ja. Und habe den mal berichten lassen von den Rettungsschwimmern. Seht euch doch mal diesen kleinen Schnipsel an. Hallo Matthias, hörst du mich? Bist du noch da? Ja, hallo Lutz, schönen Gruß aus dem Waldbad. Ich hoffe, du kannst mich hören. Im Hintergrund sehen wir gerade noch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die gerade eben ihre Übungseinheit, die absolviert hat. Die sind ab jetzt jeden Donnerstag hier, im Sommer im Waldbad, im Winter in der Belitzer Schwimmhalle der Bundeswehr. Oh, ich bin heute im Schatten, guck mal. Ich bin heute Schattenspiele machen. Jeden Donnerstag ein herzliches Dankeschön an die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft von dieser Stelle aus, die uns natürlich die Rettungsschwimmer für die Zukunft hier ausbildet. Und da bieten wir natürlich gern die Übungsfläche jeden Donnerstag hier an, damit das Training hier absolviert werden kann. Ja, ansonsten soweit erstmal einen schönen Donnerstagabend hier aus dem Waldbad und für alle anderen an den Empfangsgeräten draußen schönen Montagabend. Und ich hoffe, ihr habt das Pfingstwochenende genossen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war es gewesen aus dem Waldbad. Ihr habt es gesehen, da knallte die Sonne noch am Donnerstag. Da war es richtig schön heiß und richtig was los dort, das Gekreische der Kinder. Ja, wie gesagt, dort werden die neuen Rettungsschwimmer fürs Waldbad herangezogen und trainiert. Vielen Dank der DLRG, dass sie sich dort solch eine Mühe macht, denn sonst ohne DLRG wäre dort im Waldbad kein Schwimmbetrieb möglich. Ja. So, dann hatten wir noch am Samstag den besonderen Abend. Der besondere Abend ist ja das Highlight hier in Borkheide schlechthin. Unsere Edda Hage zeichnet dafür immer verantwortlich und hat dieses Mal Lulu Reinhardt und Julia Lonskaya nach Borkheide eingeladen, die dort mit ihrer Musik wieder begeistert haben. Ich war leider nicht dort. Ich war natürlich mal wieder irgendwo anders beschäftigt gewesen. Ja, aber die haben wohl flinke Finger. Ja, mit so einem Gitarren sind die hier unterwegs. Ich habe auch so ein Ding hier, ja. Und ein bisschen klimper ich auch rum, aber ich bin höchstwahrscheinlich nicht so gut und so schnell wie die beiden. Vielleicht trainiere ich noch mal. Ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit. Dann mache ich auch mal ein Live-Konzert. Ja, Edda, vielen Dank, dass du solche Koryphäen hier nach Borkheide holst und immer wieder. Und ich denke mal, die nächste Veranstaltung lässt nicht lange auf sich warten. Ja, wie gesagt, leider gibt es von mir keine Bilder diesmal. Ich habe auch noch keine weiter gesehen. Vielleicht tauchen noch welche auf. Aber trotzdem herzlichen Dank für diese Veranstaltung. Jo, und dann geht es gleich noch weiter. Leider gibt es noch eine negative Nachricht, denn Rock am Flieger soll es in diesem Jahr nicht geben. So wie in Facebook zu lesen war, Kurzschluss hat es mitgeteilt, dass dieses Jahr leider kein Rock am Flieger stattfindet. Niemand weiß offensichtlich genau, warum nicht.
Also ich auch nicht, aber sobald nähere Informationen kommen, teilen wir euch die mit. Es ist wirklich schade, dass Rock am Flieger nicht stattfindet. Vielleicht sollten wir tatsächlich die Gitarren nehmen und dort selber was organisieren, wenn das dort nicht klappt. Jo, dann habe ich natürlich noch eine Information bekommen. Nicht nur in Borgwalde gibt es ein Telefonhäuschen mit Büchern. Nein, auch Borgheide hat seine Bücherkiste. Die Anne hat mir mitgeteilt, dass nämlich in der Scheperstraße, Ecke Ulmenweg, ein Telefonhäuschen steht. Nein, war kein Telefonhäuschen. Wie ihr an den Bildern sehen könnt, ist es ein richtig schmucke kleines Bücherhäuschen, in dem viele, viele, viele Bilder, Bücher stehen. Bilder, sag ich schon. Dort wird allerdings anders als in Borgwalde nicht getauscht, sondern man kann dort schauen, schmökern, mitnehmen und weiter verschenken. Alles ist möglich, wie auf dem Zettelchen dort steht. Gern wird auch ein kleiner Obolus entgegengenommen, aber das ist keine Bedingung. Man kann dort also eigentlich nicht seine alten Bücher abladen, sondern sich dort mit Büchern versorgen. Der Urheber dort von dem Ganzen ist der Ex-Bürgermeister von Borgheide, der Karl-Ernst Schüler, der dort die Bücherkiste gebaut hat. Richtig nett, wie man hier sehen kann. Und auch die Anne hat dort schon fleißig geschmökert drin. Ja, wer immer daran interessiert ist und sich mal ein Buch ausleihen möchte oder auch dort eins mitnehmen möchte und oder sich das kaufen will, kann sich dort mal einfinden. Es ist wirklich süß. Ich bin erstmal dran vorbeigefahren, aber dann habe ich es doch gefunden. Es steht so ein bisschen in dem Grundstück hinter Bäumen, aber es ist wirklich schön, es ist geöffnet. Man kann sich dort mal interessante Bücher zu Gemüte führen. Jo, und da ja nun am Donnerstag schon meteorologischer Sommeranfang war, bereitet sich Borgheide natürlich auch schon wieder auf Weihnachten vor. Dazu wird von der Gemeinde eine Tanne gesucht, eine richtig schöne große Tanne, die später mal unseren Marktplatz, also im Dezember natürlich erst, unseren Marktplatz schmücken soll. Also wer immer solch eine Tanne sein eigen nennt und die gerne ja, von seinem Grundstück entfernt sehen möchte und sie der Gemeinde spenden will, kann sich einfach hier an die Gemeinde wenden oder an mich auch gerne, wird dann weitervermittelt. Und die Gemeinde würde sich freuen, wieder einen wunderschönen Baum auf dem Marktplatz aufstellen zu können. Jo, dann bin ich schon wieder fast durch. Kommen wir noch mal zum Wetter. Wie gesagt, meteorologischer Sommeranfang war gewesen. Ihr habt gesehen, was für ein Wetter wir an diesem Wochenende haben. Ich schalte jetzt einfach noch mal zu unserem Wetterfrosch Matthias, der sich diesmal allerdings nicht in Borgheider Gefilden rumtreibt, sondern sich in Magdeburg mit Wetternachrichten oder uns aus Magdeburg mit Wetternachrichten versorgt. Hallo Matthias, hörst du mich? Hallo Borgheide, hallo Welt, einen schönen Gruß hier aus dem Magdeburger Spektakulum, Magdeburgense. Die Elaine ist auch hinter mir, hier am Metstand von Naseweiß. Hier präsentieren wir das Wetter für die kommende Woche. Es wird leider am Wochenanfang etwas kälter werden mit 20 Grad, nur noch ein bisschen Regen bis Mittwoch. Aber wir sehen es ganz positiv Richtung Wochenende, da könnten wir doch noch bis zu 30 Grad erreichen. Und doch wieder ein schönes Badewetter zum Wochenende haben. Soweit Lutz von dieser Stelle aus. Schöne Grüße aus Magdeburg und wir sehen uns die Woche wieder. Ciao. Ja, danke Matthias. Da scheint ja auch viel los zu sein. Ihr seht ja, was da ist. Die trinken da schon alle fleißig wieder bei dem Wetter. Sieh zu, dass du heil wieder zu uns in den Wald kommst. Den Ton mag man bei diesen Hintergrundgeräuschen ja doch ein bisschen entschuldigen, weil die sind einfach nicht ruhig, wenn Matze dort seine Wetternachrichten macht. Ja, wie gesagt, das soll's für dieses Wochenende, für diesen Montag gewesen sein. Es steht uns eine kurze Woche bevor. Anfangs noch, wie gesagt, schon mit etwas Regen, vielleicht ein bisschen kühler, aber der Sommer kommt zurück und bis spätestens am Morgenende ist es hier wieder heiß. Ja, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, eine kurze Woche. Macht nicht so viel Stress, versucht die Autobahn zu meiden und einen schönen Restpfingstmontag noch für euch. Bis dahin hier bei Borgheide News TV, wie immer euer Lutz und tschüss.